So. Gucken. Mr. Norman Jaden. Wollen wir noch mal schauen, ob wir hier was finden bald. Hey, Weißbrot! Was willst du denn hier? Weißbrot? Norman Jaden, FBI. Können wir einen Moment reden? Ja. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut merken. Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Mhm. Okay, wenn er sagt. Aber Norman Jaden wäre nicht Norman Jaden. Wenn er ihm das einfach so glauben würde. Ein bisschen suchen, ein bisschen suchen. Was haben wir denn hier? Ach, guck an, guck an. So, was haben wir denn hier? Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack. Ja. Das läuft, ne? Und hier, Merry Christmas. Das läuft. Ah, hier ist ja noch was. Guck mal. Blut. Warum ist hier Blut? Ja, warum? Das werden wir ja rausfinden. Noch mehr Blut. Blues, Blues, Blues. Die Blutspur führt zum Säurebad. Zum Säurebad? Zum Säurebad? Was für ein Säurebad? Oh, jetzt ploppt es aber auf. Jackson Neville. Oder auch Mad Jack. Na schön, na schön. Hm. Immer noch Blut. Eine ganze Menge. Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Vermutlich? Ist das der Chevrolet? Nee, das ist nicht der Chevrolet. Aber hier sind Reifenspuren. Hm. Das ist nicht das richtige Auto. Nicht das richtige. Okay. Boah, wie viel... Was ist denn hier los? Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Auto. War das Auto des Mörders hier? Hm, war es das? AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert. Interessant, der Mörder war hier. Er war eventuell sogar hier. Was ist das denn da? Ein paar blaue Farbspuren, die gleichen Reifenspuren, kein Zweifel. Das Auto des Mörders war hier. Cool. Hm? Nu. Da ist noch was.
weitere Fingerabdrücke. Und es ist immer noch Mad Jack, der hier seine Fingerabdrücke hatte. Haben zu sein scheint. Okay. Naja, anscheinend ist ja nichts mehr, ne? Mal beim Vorbeigehen einfach nochmal ein bisschen scannen. Wie es aussieht. Ich finde hier nichts mehr. Was ist hier los? Ach, das ist das Säurebad, ne? Ein Schädel. Einer deiner Kollegen war ein bisschen zu neugierig. Musste ihm leider sein kleines Maul stopfen. Hände hoch, du Schwein! Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen. Nee, Norman Jaden darf jetzt nicht auch noch sterben. Dann bin ich ganz traurig. Fick dich. Jaden! Nein! Okay, ich schaff das jetzt mal. Well, okay. Doch schnell. Okay. Steh auf. Das reicht jetzt, verdammt! Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie! Wir machen jetzt einfach mal Blake nach. Als nächstes ist dir Schädel dran. Na los, raus damit. Ich hab keine Angst, Mr. CSI. So tough bist du nicht. Ist Ihnen vielleicht kalt, Jack? Die Benzintanks sorgen sicherlich für ein hübsches Feuerwerk. Scheiße, Mann, nicht das Benzin. Wir sagen, es war ein Unfall. Oder besser, ich werde das sagen, denn Sie können ja dann leider nicht mehr reden, nicht wahr, Jack? Du verrückter Wichser, du bist nicht ganz dicht, Mann! Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben? Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Scheiße, nicht jetzt. Alles, was sie sagen kann und wird... Hey, hast du ein Problem oder was ist los? Was soll ich machen? Ach, nein! Was? Die lassen jetzt schon Junkies zum FBI? Gott schütze Amerika. Ach, ich Idiot. Ich helfe dir jetzt mal mit deinem kleinen... Wollte mir eine Dröhnung geben. Vor... Ja, super. Dauerhaft. Was zum... Ich mache hier mal einen Schnitt. Bis dann, meine Freunde.